Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Und in dieser zweiten Folge wollen wir uns ansehen, wie man Labels in das Fenster hineinsetzt, in das Hauptfenster. So, dazu hoffe ich, habt ihr noch von dem letzten Mal euer kleines Programm, mit dem wir das Hauptfenster geöffnet haben. Und ein Label zu erstellen, das ist so ein kleiner Schriftzug, der einfach auf dem Fenster erscheint, oder auch ein kleines Bild, ist ganz einfach. Ich definiere wieder eine Variable, die das Label enthält. Ich setze gleich das gleich und schreibe dann diesmal aber bitte groß Label. Dann setze ich als erstes, und das seht ihr hier auch, es klappt auf, das Hauptfenster, der Master, der muss gesetzt werden, also zu welchem Fenster gehört dieses neue Element. Widget nennt man das. Und da steht Root drin, weil das gehört zu unserem Hauptfenster und das haben wir Root genannt. So. Und dann gebe ich einen Text ein. Text ist gleich Hallo. So. Und damit sind wir schon fertig. Und weil es so einfach war, gebe ich gleich noch ein zweites ein. Label. Auch das gehört zu unserem Hauptfenster. Und Text ist gleich Welt, Ausrufezeichen. Na, hallo, da setze ich jetzt nochmal ein Komma rein. Dann haben wir unser kleines Hallo Welt. So. Ich speichere es ab und lasse es laufen. Und wir haben hier ein Invalid Syntax. Ah, das liegt daran, weil ich hier die Klammer vergessen habe. Und ich lasse es laufen. Und wie ihr jetzt seht, seht ihr noch gar nichts. Es hat nichts gemacht. Warum? Weil wir noch nicht dem Programm gesagt haben, es soll diese Labels in das Fenster hineinsetzen. Ich habe sie definiert, aber ich habe sie noch nicht auf den Bildschirm gebracht. Und das müssen wir jetzt tun. Und das ist auch ein ganz einfacher Befehl. Dazu gibt es, ich nehme also die Variablenname für das Label und schreibe dann pack, Klammer auf, Klammer zu. Und ich möchte auch gleich das zweite auf den Bildschirm bringen, pack, Klammer auf, Klammer zu. Speichere das Ganze und rufe es auf. Und jetzt seht ihr, habe ich Hallo und Welt auf dem Bildschirm stehen. So, das Fenster ist jetzt sehr viel kleiner. In der Breite ist es nur so klein geworden, dass man hier oben die Knöpfe noch gut sehen kann. Und in der Höhe eben so, dass die beiden Elemente hineinpassen. Warum hat das das untereinander gesetzt? Weil das, wenn man das nicht genauer definiert, dann macht das Programm das immer so. Also TKInter macht das immer so, dass die Elemente erstmal einfach nur doof untereinander gesetzt werden. So. Und damit haben wir zwei Labels auf den Bildschirm gebracht. War also gar nicht so schwierig, was man damit alles machen kann. Keine Angst, das wird noch alles sehr viel umfangreicher und sehr viel komfortabler. Das zeige ich euch in den folgenden Videos. Für dieses Mal reicht es erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!